Hallo, herzlich willkommen im Gartencenter Haubensack in Regensburg. Für heute habe ich mir wieder was überlegt, was ich euch zeigen kann, wie ihr ruckzuck eine Deko zusammengestellt habt. Und zwar ein Tablett mit Windlichtern und Kerzenständer. Ich habe mir hier dieses längliche Tablett ausgesucht in einer neutralen Farbe. Die möchte ich dann gerne kombinieren mit diesen beiden Lichtern. Die stelle ich mir dann schon mal drauf. Dann kommt farblich angepasst dieser Kerzenleuchter hinten in die Mitte. Ihr könnt das natürlich zu Hause so anordnen, wie es euch gefällt, aber achtet am besten immer darauf, dass die größeren Sachen nach hinten kommen, damit die kleineren nicht verdeckt werden. Also kleine Sachen immer in den Vordergrund platzieren. Und da nehme ich dann auch diesen kleinen Vogel, der passt da sehr schön dazu, den setze ich hier rein. Und zum Abschluss kommt eigentlich nur noch das Gras. Das habe ich mir schon mal ein bisschen zurechtgebogen. Das lege ich dann hier so rein, dass das aussieht, als würde das einfach so ein bisschen aus der Deko rauswachsen. So, dann habe ich hier solch eine kleine Lichterkette mit Batterie. Das habe ich mir schon mal vorbereitet. Die kommt dann einfach da rein, dann könnt ihr das Ganze von innen beleuchten. Ich habe jetzt eine genommen mit klassisch warmem Licht, das ist ein bisschen gelblicher. Das macht das Ganze ein bisschen wärmer. Dann habt ihr ein angenehm warmes Licht. So, eigentlich ist das Tablett so schon fertig. Ihr könnt aber, wenn ihr möchtet, noch so ein bisschen Rinde nehmen. Das ist geweißte Rinde. Das kann man hier rechts und links noch so ein bisschen verteilen. Dann deckt das auch hier diesen Stiel ab. Wenn euch das zu viel ist, das wird euch einfach zu unübersichtlich, lasst ihr das weg. Dann müsstet ihr den Stiel vorher abschneiden und eventuell dieses Gras dann, wenn das nicht so stehen bleibt, auch mit Heißkleber dann festmachen. Das war es eigentlich schon gewesen. Vielen Dank!